Kennt auch ihr das Problem im langen Schwert? Beinarbeit, rechter Hau, rechter Schritt, linker Hau, linker Schritt. Ich kenne das gut, auch aus dem Training mit meinen Schülern. Und in diesem Video möchte ich dir gern ein paar Tipps geben und einen Mitschnitt wieder direkt aus dem Training. Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um das historische Fechten. Vor einigen Tagen hatte ich wieder ein Training zum Thema langes Schwert, Zufechten und Beinarbeit. Gerade im langen Schwert gibt es immer wieder Probleme bei meinen Schülern, wahrscheinlich auch bei anderen, einfach zum Thema, wann schreite ich auf welcher Seite. Was sagt die Quelle dazu? Denn das ist ja irgendwo unsere Basis zu diesem Thema. Die dazugehörige Quelle, zum Beispiel im Codex 44 A8, dem sogenannten Peter von Danzig, sagt uns dazu folgenden Merkvers. Willst du Kunst schauen, sich link gehen und recht mit hauen, und link mit rechten ist, dass du stark gehrest fechten. Was will uns der Verfasser damit sagen? Dazu erklärt er dann in der Glosse: Merk, das ist die erste Kunst des langen Schwertes, dass du vor allen Dingen die Heue sollst lernen, richtig zu hauen. Und dass du anders ist es, dass du anders stark fechten willst. Und das vernimm also. Wenn du mit dem linken Fuß vorstehst und haust von deiner rechten Seite, folgst du dann dem Hauen nicht nach mit deinem Zutritt deines rechten Fußes, so ist der Hau falsch und ungerecht, denn deine rechte Seite bleibt da hinten, darum wird der Hau zu kurz und mag seinen rechten Gang zu der anderen Seite vor dem linken Fuß unten nicht haben. Und dann erzählt er dasselbe für die andere Seite. Grundsätzlich wird dieser Merkvers oder diese Erklärung dieses Merkverses wie folgt verstanden: Wenn wir rechts hauen wollen, dann sollen wir mit dem linken Fuß vorne stehen und dann einen Schritt mit dem rechten Fuß machen. Auf der anderen Seite dann ebenso, dann sollen wir rechts vorstehen und wenn wir links hauen, mit dem linken Fuß schreiten. Allerdings ist auch an diesen Merkvers und an diese Erklärung eine Bedingung gebunden, denn es heißt, willst du stark fechten. Was bedeutet dieses Starkfechten eigentlich? Zumindest aus dem Kontext dieser Quellen der Lichtenauer Tradition ergibt sich, dass es hier um eine Person geht, die selbst im Angriff ist und sich auf diesen Angriff vorbereitet, indem sie ausholt und zuhauen möchte. Was hier nicht erwähnt ist, ist der Fall, was ist, wenn ich zum Beispiel gar nicht in der Vorwärtsbewegung bin, sondern eventuell auch in der Rückwärtsbewegung. Und was ist eigentlich, wenn ich nicht stark fechten will, ganz allgemein? Das heißt also, es gibt auch die Variante, dass ich gar nicht stark fechten möchte. Wir haben also ein starkes und ein nicht starkes Fechten. Und in der Regel ergibt sich aus den Fechtbüchern der Kontext, dass stark bedeutet, dass wir mit unserer starken, mit der arbeitenden, mit der aktiven Seite vorne stehen. Das macht auch körpermechanisch Sinn. Denn wenn wir von der rechten Seite hauen, also zum Beispiel mit einem rechten Zornhau, dann dreht sich automatisch der Oberkörper ein. Würden wir jetzt die Füße nicht mitnehmen, dann wäre unser Körper ineinander verdreht und wir würden sehr instabil bzw. nicht sicher stehen, denn wir könnten sehr schnell durch Kraft
aus unserem Gleichgewicht gebracht werden. Das gilt für beide Seiten. Und das ist besonders dann negativ, wenn wir in einer Vorwärtsbewegung sind, denn in dieser Bewegung sind wir am einfachsten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Anders ist es, wenn wir in einer ordentlichen Haltung sind, zum Beispiel in einer Vorbereitung für eine Verteidigung und plötzlich eine Möglichkeit haben zuzuhauen. Dann haben wir eine geringere Vorwärtsbewegung und sind dadurch nicht so leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, jetzt habt ihr erstmal so eine kleine Erklärung, was ist also stark, was ist nicht stark. Und ihr seht auch, dass in der Quelle gar nicht die Vorgabe ist, dass immer rechts geschritten werden muss, sondern nur dann, wenn wir auch stark fechten wollen. Dieses Thema hatten wir auch letztens im Training. Das heißt, immer wieder achte ich bei meinen Schülern und sie natürlich auch selbst darauf, wie stehen sie eigentlich im Zufechten, beziehungsweise in Übungen, wo sie treffen sollen, mit Heuen am End, in der Endposition da. Und hier ist jetzt natürlich wichtig, nicht einfach nur zu sagen, okay, oh, linkes Bein, rechter Arm, ich stehe nicht ordentlich, sondern auch die Situation zu analysieren, was ist eigentlich passiert. Und genau darum geht es in der kurzen zweiminütigen Erklärung, die ich euch jetzt zeigen möchte, aus dem letzten oder aus einem meiner letzten Trainings. Ja, viel Spaß dabei, schaut euch das einfach mal an und danach sehen wir uns gleich wieder. Also für die Timing-Varianten teste nochmal deinen Abstand, dass du mich treffen könntest. Genau, okay. Also, Timing-Variante 1 für euren Angriff. Wenn der Gegner auf euch zukommt, könnt ihr, ne, egal welcher Haut das jetzt ist, ohne Schritt treffen. Sofort, das ist der schnellste Treffer der Gegner im langen Schwert. Was nicht geht, ist, wenn er auf euch zukommt, dass ihr sagt, ich mache einen Schritt zurück. Das klappt gar nicht. Wenn er jetzt den Schritt zurück macht, dann schaue ich in dem Moment, wo er das macht und ich will angreifen, logischerweise, mach mal, dann mache ich mein Ausholen mit dem Schritt vor. Und wenn er jetzt nichts tut, genau das, was ihr gelernt habt beim Aufziehen und Ausholen, kommt mein Angriff. Jetzt wieder den Schritt zu mir. Wenn er, während ich vorwärts gehe und aushole, etwas tut, also er macht seinen Schritt zurück, sieht jetzt, ich hole aus, macht irgendwas, dann passe ich jetzt hier meine Angriffslinie an. Ne? Ich könnte jetzt natürlich auch einfach einen Unterhau machen, das geht auch. Ich könnte jetzt reinwirken, ist alles klar, mache ich den. Anstatt den Zornhau, den ich geplant hatte. Ich könnte, bleib mal so, ich könnte aber auch sagen, von hier, alles klar, dann passe ich mich nach links an. Okay? Also die drei Varianten sind die, die wir bedenken müssen, wenn ihr jetzt als Fortgeschrittene beurteilt, wie steht ihr an der Endposition. Es kann eben sein, dass ihr mal so steht. Dann ist es, wenn es aber korrekt ist, dann ist es passiert, dass der andere auf euch zugelaufen ist. Wenn ihr in der Vorwärtsbewegung wart, ist es falsch. Okay, das macht es zwar schwieriger, aber ihr seid jetzt auf dem Level, wo ihr das eigentlich kognitiv machen könnt. Dass ihr sagt, oh, was ist gerade passiert? Ah, er hat sich vorwärts bewegt, passt. Ne? Okay, weitermachen. Bitteschön. Ja, ihr habt jetzt also im Video grundsätzliche Möglichkeiten gesehen, die ich meinen Schülern unterrichte, die ich sehe, wie man darauf achten kann, wann der richtige Fuß vorn ist und in welcher Situation und wie das Timing dazu auch gehört. Die Variante 1, die schnellste und einfachste, wo wir eben nicht stark fechten. Der Gegner bewegt sich auf uns zu. Wir nutzen die verkürzte Mensur aus, wenn er nicht angreift und wir eine Blöße haben, um direkt nur aus den Armen einen Treffer zu landen. Wir benötigen dabei kein starkes Fechten, sondern einfach nur Geschwindigkeit. Die Variante 2, das was die meisten eben, denke ich, auch kennen. Ihr steht mit dem linken Fuß vor, der Gegner bewegt sich oder bleibt stehen, ihr passt eure Mensur an, holt aus und greift dann ganz normal rechter Hau, rechtes Bein. Linker Hau, linkes Bein an, je nachdem, wo die Blöße eben geöffnet ist und welche Möglichkeit sich für euch gerade ergibt. Die dritte Variante, die hier noch aufgezeigt ist, ist jene, wenn ihr euch auf den Angriff vorbereitet, durch Annäherung und Aufziehen in die entsprechende Ausholbewegung, zum Beispiel hier im Video mit dem rechten Zornhau, und ihr stellt fest, der Gegner wechselt auf einmal seine Position, schließt die Blöße, die ihr angreifen wolltet, geht in eine Versatzung, weil er vielleicht zu früh zuckt und den Angriff sich schon vorahnt. Dann wechselt ihr einfach die Angriffslinie. Das ist
die höchste Kunst des Ganzen, wie sie auch Joachim Meyer beschreibt, dass man einen Hau, den man sich vorgenommen hat, noch schafft, rechtzeitig in einen anderen zu verwandeln. Das ist wirklich das höchste Level der Entscheidungsfindungsprozesse, die man im Fechten nur irgendwie erreichen kann, aus meiner Sicht. Grundsätzlich falsch erachte ich es als, wenn ihr in der Vorwärtsbewegung angreift, zufechtet und dabei zum Beispiel mit rechts zuhaut und mit dem linken Bein, also dem seitenverkehrten Bein, vorne steht. Weil ihr, wie ich in der Einleitung ja schon gesagt habe, dann grundsätzlich ein Stabilitätsproblem habt, beziehungsweise ein Sicherheitsproblem, wie es bei mir in der Schule heißt, ihr habt keinen sicheren Stand, ihr seid einfach vom Gegner gerade in der Vorwärtsbewegung aus eurem Gleichgewicht zu bringen. Da hat der Gegner einen Vorteil in den Druckverhältnissen, er kann ins Ringen übergehen, er kann die Kräfte für sich ausnutzen. Ja, und genau darum geht es, denke ich, in dem Merkvers: Willst du Kunst schauen, sich link gehen und recht mit hauen etc., dass wir, wenn wir im Zufechten sind, wenn wir angreifen, die richtige Reichweite haben und stark und stabil in unserem Angriff sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen, ein paar Denkanstöße geben zu dem Thema Beinarbeit, Timing, Zufechten im langen Schwert. Mir hilft es auf jeden Fall, eine solche Struktur zu haben, mit der ich selber trainieren und auch meine Schüler unterrichten kann. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Paul.